Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute und liebe Freunde, zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal und heute ist wieder Rewards Time. Ja, wie ihr wisst, war ich ja vor dem Urlaub Top 100 der Welt, nach dem Urlaub zwei Wochen fast kein FIFA gespielt, Ripperinho. Was wir erreicht haben, werden wir uns gleich gemeinsam anschauen und werden natürlich gemeinsam die Packs öffnen. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute, viel, viel Backluck und ich hoffe, ihr wünscht es mir auch. In diesem Sinne viel Spaß mit diesem Video. So, holen wir uns mal unsere Belohnungen ab. Ja, wie schon erwähnt, vor dem Urlaub, Top 100, danach zwei Wochen kein FIFA, Ripperinho, Elite 3. Egal, Hauptsache Elite, damit wir ein bisschen ja, was zum Ziehen haben und das ein bisschen spannender und interessanter natürlich ist. Wir haben ja dreimal Spielerwahl, Spezialobjekte, Premium Tots Pack, Jumbo seine Spieler, 70.000 Münzen und 2.000 Champions League Qualifikationspunkte. Und wir haben irgendwie so ein Fanfotos bekommen und mit dem würde ich gleich starten. Wir haben natürlich wieder Steff an meiner Seite, der uns bis dato sehr viel Glück gebracht hat. Ich hoffe in diesem Video und mit diesen Packs natürlich auch. Also in diesem Sinne, let's go mein Freund. Fanfotos sind da. Also nur Leihspieler. Oh, oh, okay. Dann nehmen wir dich einfach netto. Netto, netto. So, wir beginnen diesmal mit der linken Seite, dann mit der rechten Seite und dann mit der Mitte. Bei Top 100 war es nicht möglich, weil ihr mehr Picks zur Auswahl gehabt und da hatten wir keine goldene Mitte. Jetzt aber schon. In diesem Sinne, ihr wisst Bescheid. Da oben, EA is in the game, baby. Come on! Oh, 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 oh. Die Tormänner, die flutschen bei mir wie ein Einsalter. Das ist unfassbar. Aber schon mal ein guter Start mit einem guten Torwart Oblak, den wir leider nicht verwenden können, aber auf jeden Fall trotzdem mitnehmen. Es wird dann noch ganz, ganz spannend am Ende des Videos, kann ich euch schon mal sagen. Ihr müsst mir helfen, mein Team zu verbessern. Und das ist ein Da Vinci Code, weil es nicht einfach ist. So, 95er Waiting ist schon mal da. Let's go, Nummer 2. Come on, baby. Die Tormänner. Was mache ich mit so vielen Tormännern? Unfassbar. So, in diesem Sinne, der letzte Pick muss Steffens Pick sein, plus noch ein Schluck Wasser. Falls wir viel reden müssen, dass wir auch gewappnet sind. In diesem Sinne, Steffen, bist du bereit? Ich bin auch bereit. Let's go! Come on! Diesen Illich haben wir schon 1000 Mal, der mir folgt. Weiß, dass wir den schon 440 Millionen Mal gezogen haben. Egal, ich nehme ihn einfach wieder. Oh. Okay, aber ein 95er Rating von 99 ist auf jeden Fall ein guter Pick. Auch wenn wir nicht gebrauchen können, trotzdem ist es auf jeden Fall schon sehr zufriedenstellend. Weil wir werden es uns gleich anschauen. Wir werden nicht mehr viel verbessern können bei meinem Team. Und deshalb wird das echt nicht einfach. Aber ja, vielleicht ziehen wir was Krasses, was mehrere Millionen wert ist. Okay, auf den Träumen, Mario. Aufgrund, dass wir kein Rival-Spiel gemacht haben, haben wir trotzdem Rang 3 erreicht. Einmal seltenes Spieler-Pack und einmal ein Mega-Pack. So, 4 Packs haben wir zu öffnen. Und ihr seht jetzt schon meinen Kontostand, ne? 4,1 Millionen. Und ich tue mir jetzt schon schwer, mein Team zu verbessern. Wenn wir jetzt nicht was Krasses ziehen, ist es ein wirkliches Da Vinci Code Rätsel, wie wir gemeinsam, die Mario Army und ich, mein Team verbessern. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was ihr dann für Vorschläge rausballert. Auf jeden Fall beginnen wir mal mit einem seltenen Spielerpack. Kein Walkout. Aber so eine violette Karte. Österreich. Hartberg. LOL. Muss los. Egal, Österreich kommt zu Österreich. Tadic, welcome, my friend. 75er Rating. Was wir mit dir machen, ist natürlich ganz leicht erklärt. Auf die Transferliste. So, und diesmal verdrücken wir uns nicht und hauen alle ins Team, ne? War dann letztens echt ätzend. So, Mega Pack, die goldene Mitte. Gehen wir, Jungs!
Okay. Es kann nur besser werden. Aber wir haben uns gesteigert. 75er Rating zu 82er. Mhm. Ja, man muss auch die kleinen Dinge schätzen, ne? Thomas ist da gewesen. Den haben wir gezogen. Thomas. Münzen nehmen wir. Den nehmen wir auf. Vielleicht ist der was wert. Den nehmen wir runter. Münzen nehmen wir uns gleich. Und extra ein bisschen länger gebraucht, damit ich mich konzentriere und nicht wieder einen Fehler mache. So, Chumpo seltene Spielerback. Es wird spannend, Steffen. Du hast uns gerade einen 95er in Rot gebracht. Jetzt bin ich gespannt, was du uns bringst in ein Chumpo seltene Spielerback. Wir haben einen Walkout. Das ist schon mal ganz, ganz sexy. Und wir haben so eine Halloween-Karte. Und wir haben ein Zapata 88er, der von den Werten gar nicht schlecht ist. Aber guckt euch mal die Passwerte an für einen Stürmer. Bruder, du musst mit deinem Flügelspieler, mit deinen Sechser, musst du kombinieren. Wie soll das funktionieren? Okay, Mario fängt auf einmal an, Deutschrap zu machen. Also, wenn jemand Texte braucht, wie es bisher, ich bin der Ghostwilder. Kappa. Aber wir haben uns wieder gesteigert vom Rating her. Das ist definitiv mal was Positives, ne? Zapata. Mandzukic, Malcolm mittendrin. Und den Rest. Konzentration, Mario. Haben wir wieder gut in die Mülltonne geworfen. So. Ja. Leider nur ein Dreierpack und nicht so wie letztes Mal ein Elferpack. Letztens haben wir ja einen Benjeder gezogen, der über 1,3 Mille wert ist. Also, Steffen, wir haben letzte Woche Sale 97 gezogen in Rot und Benjeder mit 1,3 Mille, den wir verkaufen konnten. Jetzt da haben wir Oblak 95 und was kommt jetzt? Bist du bereit? Wir sind bereit. Auf geht's, Jungs! Gemeine! Oh, Walker ist schon mal gut. Walker ist gut. Oh, Itzo Pizzo Mimi Mizzo. Oh, le. Geile Werte, Bruder Habibi, aber du bist halt nichts wert. Und wenn jeder kann, der hat der, ich weiß gar nicht mehr, was der für ein Rating gehabt hat. Ob mehr oder weniger, weiß ich jetzt gerade nicht. Hallo und Lazari. Kenne ich auch von meinem letzten YouTube-Video. Checkt mein letztes Rewards-Video ab. Okay, wir hatten da 11 Spieler, aber da waren Halle und Lazari auf jeden Fall auch mit vorhanden. Mit vorhanden, bis gefangen. Okay, 200k ist in Ordnung. Du bist ja, günstig und du bist am günstigsten. Oh. So, jetzt wird spannend. Also bleibt dran, wir schauen sich jetzt mein Team an, plus den Kontostand und müssen darüber sprechen, wem wir verbessern können, was ich gerne machen würde. Und dann könnt ihr mir gerne eure Meinung natürlich auch reinschreiben. So, meine lieben Leute, das ist versprochen. Mein aktuelles Team mit den Rewards von heute werden wir vermutlich ja, 4,5, 4,6 Mille auf der Seite haben. Und jetzt, erstens mal, vergisst nicht einen Daumen hoch dazulassen für das Video. Auch wenn wir jetzt nicht den ultimativen geilen Spieler gezogen haben, zeigt es mir trotzdem, dass ihr weiterhin Videos von mir sehen wollt, mit einem Daumen hoch. Jetzt widmen wir uns kurz meinem aktuellen Team. Wir haben meiner Meinung nach ein richtig geiles Team. Ich bin richtig zufrieden, mit dem sind wir vor zwei Wochen auch in den Top 100 gekommen. Aber jetzt machen wir mit 4,6 Mille etwas und ich weiß nicht was. So. Ich habe mir noch überlegt, natürlich den lieben Hullet diese noch stärkere Karte zu kaufen. Ja, Bruder, du brauchst 6, oder 7 Mille, dass das ausgeht. Die bessere Karte von Vieira genauso. Das heißt, die zwei werden jetzt für mich in erster Linie die Spieler zum Upgraden von der einzelnen Karte noch. Ich kann natürlich das Team komplett umbauen und mir Mbappé 96 holen, den anderen Nehmer, der auch ZOM ist, und dann ein Team bauen. Nur sind die wirklich so viel besser, dass ich unbedingt das Team umbauen muss, wegen die zwei Karten. Weil der Mbappé ist ja ein 600, der schlechter. Der Neymar ist ein höheres Rating, aber auch jetzt nicht ultimativ von den Werten
tausendmal besser. Also ich habe es echt aktuell schwierig. Ich habe mir jetzt auch angeschaut, Militao rauszunehmen und 94er Maldini. Alter, Militao kostet die Hälfte weniger, ist tausendmal besser von den Werten. Ja? Hier, Van der Sar wollte ich mir jetzt reinholen, habe ich mir angeguckt. Vergiss es, absolute Katastrophe. Ja? Also lasst es mich unbedingt in die Kommentare wissen. Ja? Erstens, was habt ihr gezogen? Ich hoffe, was Besseres wie ich. Bitte, 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 ich wünsche es euch vom Herzen. Zweitens, was würdet ihr auf die Schnelle vorschlagen, was wir hier verbessern können? Ich bin echt aktuell ratlos. Ich weiß nicht wirklich, was ich machen soll mit 4,6 Millionen. Es hört sich traurig an, aber ist definitiv so. Ja, und sonst wünsche ich euch natürlich auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Ja, genießt es. Aber dafür müsst ihr die Weekend League auslassen. Spielt trotzdem die Weekend League, weil dann wird es ein bisschen exotischer, emotionaler, aggressiver. Also, und natürlich schaut, dass ihr die Zeit mit euren Freunden, Familien natürlich auch nicht vernachlässigt, sondern wirklich auch die Zeit mit denen verbringt, damit ihr dann am Ende des Tages, am Montag sagen könnt, es war ein geiles Wochenende. In diesem Sinne, Daumen hoch fürs Video, meinen YouTube-Kanal nicht vergessen zu abonnieren für alle, die neu sind, plus die Glocke aktivieren, davon passt ja kein Video mehr. Es werden jetzt regelmäßig immer 3 Videos kommen in der Woche, wir geben Gas. So, und zugleich natürlich will ich auch sagen, gestern war natürlich meine erste Folge von Das Duell, Mario Wiska, Powered by Tets Football. Vergiss nicht, in meiner Linkbeschreibung die anderen Kanäle zu abonnieren, weil dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Livestream auf Twitch oder Facebook und ihr habt die Chance, 500 Euro zu gewinnen. Also bleibt auf jeden Fall dran, verpasst nichts von mir, es wird richtig sexy, hexy, spannend und auf jeden Fall explosiv geil für euch. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende, viel Erfolg bei der Weekend League, viel Spaß mit der Familie, egal was ihr macht, haut rein, alles Gute, toi toi toi, bis zum nächsten Mal, euer Mario Wiska, ciao ciao, bye bye. We'll be right back.